Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News heute. Denn heute ist der Kleiderschrank erneuert worden und viele, viele von euch haben sich das schon seit Ewigkeiten gewünscht. Denn mit den Jahren wird der Kleiderschrank immer voller, aber der Kleiderschrank wird nicht größer. Und nun soll es anders sein, deswegen switchen wir jetzt direkt mal in meinen Stall und gucken uns mal den Kleiderschrank an. So, ich bin sehr gespannt tatsächlich. Denn ich habe schon gehört, dass es eigentlich ganz cool geworden sein soll. Und wir sehen hier schon, krass, es sieht ja so ganz anders aus. Oh mein Gott. Okay, wie viele Seiten haben wir hier? 15. Okay, ist da echt mehr Platz drin? okay, ich bin jetzt ein bisschen irritiert tatsächlich. Weil, wenn ich jetzt so gucke, bin ich mir gar nicht so sicher, ob da wirklich so viel mehr Platz drin ist. Das sind meine Hüte, schon wie vorher. Ja doch, ich glaube, ein bisschen mehr ist schon, ne? Moment, wo kann ich das denn am besten sehen? Vielleicht bei der Ausrüstung, genau. Ich gucke mal bei der Ausrüstung, weil da war es... Ja, also tatsächlich, es ist ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen. Ich würde sagen, 2 Reihen. 2 Reihen müsste mehr... Nee, warte mal. 1. Nee, ich nehme alles zurück. Ich nehme es zurück. Es ist doch mehr Platz. Okay. Ach so, krass. Okay, es sind jetzt 15 Seiten. Ich würde meinen, vorher waren es auch schon 15. Mit mehr Platz aber, denn ich hatte hier schon eine Seite zuerst immer voll. Und das ganze Zeug war schon auf der zweiten Seite. Und meine zweite Seite ist jetzt halt komplett leer. Und damit wurde alles schon dahin gemacht. Und auf der letzten ist auch nichts mehr. Also wurde wahrscheinlich alles auf die erste Seite gemacht. Okay, ja, dann ist auf jeden Fall wirklich ein bisschen mehr Platz. Muss ich korrigieren. Und guck mal, die wurden jetzt auch hierhin gemacht. Okay, da muss ich echt irgendwie so ein bisschen den Kleiderschrank später mal so ein bisschen neu machen. Ja, also wenn ich auch hier gucke, da hatte ich doch ein bisschen mehr noch. So vielleicht. Oh Gott, ich kann das gar nicht so richtig vergleichen mit dem, wie es vorher war. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus jetzt hier. Item. Eigentlich gehören die zu den Items, die anderen. Normalerweise, aber okay. Egal. Wie dem auch sei, ja, sieht ganz cool aus irgendwie. So, Sättel. Ich suche jetzt die Sättel. Ach, die werden mir dann so angezeigt. Okay. Das heißt, ich kann die anderen dann auch nicht anwählen. Gut, dann gucken wir aber bei Kleidung, Kopf. Einmal bestätigen und einmal gucken. So wird es angezeigt. Okay, das ist natürlich einfacher zum Sortieren dann später. Ich hätte es mir tatsächlich noch anders gewünscht, muss ich sagen. Beine und Kopf. Jetzt wird mir beides angezeigt. Und was ist, wenn ich hier was eingebe? Wenn ich hier Top eingebe? Dann werden mir auch die Oberteile so angezeigt. Okay, was ich mir gewünscht hätte, wäre natürlich eigentlich eher gewesen, wenn ich jetzt Top anklicke und bestätige, dass mir dann sofort die erste Seite voller Tops angezeigt wird. Das hätte ich mir jetzt tatsächlich gewünscht, dass ich quasi meinen Kleiderschrank nicht mehr wirklich sortieren muss, sondern mir direkt alles, was ich gerne haben möchte, angezeigt wird. Das hätte ich sehr gerne gehabt auf einen Blick. Das wäre ein bisschen cooler gewesen. Ich meine, das kann natürlich noch kommen. Ich glaube, die wollen da ja sowieso noch ein bisschen daran arbeiten und alles. Hätte ich jetzt ein bisschen besser gefunden. Ich meine, so ist es natürlich auch irgendwie praktisch. Aber nicht so, wie ich es idealerweise hätte, würde ich jetzt mal sagen. Das würde ich schöner finden. Ich meine, es ist natürlich toll, dass man das selber sortieren kann. Und das soll auch so bleiben, finde ich. Einmal weg wieder. Dass man das selber sortieren kann und selber seine eigene Ordnung schaffen kann. Das ist natürlich immer schön. Aber wie gesagt, bei dieser Schnellsuche hätte ich sehr gerne, dass dann die erste Seite aufploppt und mir auf dieser einen Seite alle Tops dann oder Schuhe oder was auch immer angezeigt werden. Das ist mein Wunschtraum, dass das so wird. Ist praktisch, ist okay, ist mehr Platz, was natürlich das Wichtigste eigentlich ist, mehr Platz erstmal, weil so viele keinen Platz mehr hatten.
Und daher kann ich das auf jeden Fall verstehen. Du bist ja auch noch nicht fertig, ne? Ich glaube, das backt hier auch noch ein kleines bisschen rum. Das soll wahrscheinlich nicht so sein. Was haben wir jetzt hier? Können wir nochmal das alles ganz normal aufrufen? Den Rucksack können wir hier auch mit zu aufrufen. Den Chat können wir hier auch aufrufen. Ja, ist okay. Hier kann man etwas wegschmeißen. Also ich habe nichts zu meckern, sag ich mal, außer dass ich es halt mit den Sortieren und das ein bisschen besser gefunden hätte, wenn dann auch wirklich dieser eine Seite damit aufploppt. Wie, keine Ahnung, wenn ihr im Shopping, irgendwo beim Shopping seid hier online. Und dann werden euch halt eine Seite nur rosane Pullovers angezeigt oder so. Geht das denn? Rosa. Ja, das geht tatsächlich auch mit rosa. Aber wie gesagt, ich hätte gerne eine Seite, wo alles rosane dann angezeigt wird. Das wäre richtig toll. Aber okay. Okay, wir wollen nicht zu viel erwarten. Ist ja nicht schlecht, trotzdem. Und es wurde endlich mal was getan daran. Das ist doch wunderbar. Sollten wir uns erstmal daran erfreuen. Alles in Ordnung. Es gibt auch wieder den Trailblazer-Track, wo ganz besonders schöne Sachen diesmal dabei sind, muss ich sagen. Und zwar haben wir hier einmal mit Perlmutt-Effekt Bandagen und noch ein paar Kleinigkeiten. Da, ne? Gibt es wieder 7 Tage Stallhilfe-Coupon und sowas, was natürlich auch sehr toll ist. Dann haben wir noch Perlmutt-Stiefel, die finde ich auch sehr schön. Ein bisschen Reisestaub und wieder ein paar Edelsteine. Ohrringe. Perlmutt-Ohrringe, auch wirklich wieder schön. Dann haben wir auch noch hier ein Sattel und ein wunderschönes Zaumzeug, auch sehr schön. Und was ich besonders toll finde, diese Perlmutt-Effekt. Leggings. Sieht die nicht toll aus? Ich liebe sie jetzt schon. Ich hoffe, ich kann sie freischalten. Und das Kleid dazu finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Satteldeck gibt es auch noch mal eine Schabracke. Ja, leider das Letzte, das Beste immer am Schluss. Aber ich liebe diese Hose. Ich will sie unbedingt haben. Die finde ich hier richtig, richtig toll. Endet am 4. Dezember, also einen Monat ungefähr haben wir Zeit, da was zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird bei mir. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Und ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist irgendwie ein kleines Update mit einer großen Wirkung, würde ich sagen. Und damit würde ich sagen, eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Ich bin so gespannt, was ihr zu dem Kleiderschrank sagt. Ob ihr es auch noch ein bisschen anders machen wollen würdet oder ob ihr total damit zufrieden seid. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. That's all I need, all I want is for you to stay little.